Herzlich willkommen zum 21. Segelradio mit Hinnerk Weiler. In dieser Episode machen wir nochmal einen kleinen Ausflug zurück auf die Hamburger Hanseboot im Herbst 2017. Da habe ich unter anderem auch Thomas Kiesbohrer getroffen, der mir ein bisschen was erzählt über das Thema Bücher. Denn das kann er deswegen so gut, weil er nicht nur Blogger ist, sondern auch selbst Autor und vor allem aber auch Verleger. Und deswegen habe ich ihn unter anderem gefragt, wie man denn überhaupt Bücher vom Segeln am besten mal schreiben kann. Wie man das Thema angeht, wie man überhaupt auf Gedanken kommt, die sich aufzuschreiben lohnen und wann denn so die kreativen Augenblicke sind. Und das hat er mir ganz persönlich in seiner Geschichte erzählt, wie er seine Bücher geschrieben hat, wie er seine Ideen gefunden hat. Und angefangen haben wir mit seiner Webseite, mit seinem Blog. Magst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sätze zu Mai? Ich weiß immer noch nicht genau, wie spricht man es eigentlich aus? Mare Piu. Ja, Mare Piu ist natürlich etwas gewöhnungsbedürftiger als Name, aber die Story kommt eigentlich daher, dass ich immer versucht habe, dem Mare Verlag daran Gefallen zu finden und war eigentlich gerade immer von der Zeitschrift. Irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, nee, das könnte man noch anders machen oder man könnte dann nochmal was besser machen. Und dann habe ich einfach gedacht, nö, ich nenne das mehr mehr. Also italienisch Piu ist das Wort für noch mehr. Okay. Und Mare Piu heißt mehr mehr. Okay. Ja. Und das war so ein bisschen die Inspiration. Und dein Schiff heißt allerdings nicht so, sondern? Das heißt Liebchen. Genau, Liebchen. Das Liebchen. Ist jetzt genau. Allerdings dann nicht italienisch. Das ist nicht italienisch, nein. Der Blog, da habe ich immer überlegt, die Motivation war am Anfang eigentlich eine ganz andere. Ich wollte eigentlich, dass meine Frau, die nicht segelt oder wenig segelt, die daheim ist, dass die mich auf meiner 6-monatigen Tour begleiten kann. Und dann habe ich gedacht, naja, dann schreibe ich halt immer, die Katrin freut sich, wenn ich da irgendwie was schreibe und dann kann die das abends immer lesen. Das war so die Anfangsmotivation. Mein Boot heißt Niederdeutsch Lefje, weil mein erstes Boot diesen Namen hatte. Ich habe wenig Beziehungen irgendwo an den Niederrhein, aber der Eigner hat das Boot Lefje genannt und hat mir irgendwann erklärt, sie hätten sie daheim immer nur ihr Liebchen genannt. Und ich fand das so faszinierend, dass ich den Namen erst übernommen habe. Und mittlerweile ist es mein zweites Boot, das auch wieder Lefje heißt, weil daheim ist es halt einfach das Liebchen. Wo ist denn das Liebchen gerade? Du bist mit dem Boot ja mehrmals jetzt schon für längere Zeit auf dem Mittelmeer unterwegs gewesen. Also wenn ich das so richtig im Blick habe, also es kommen da immer schon einige Monate zusammen, wo du unterwegs gewesen bist. Das ist natürlich auch Zeit, die man sich erstmal nehmen muss, wenn man so eine Reise startet. Ja. Deine erste Tour ging von Isola, von Slowenien nach Antalya. Das ist ja auch eine ganz schöne Strecke. Vielleicht magst du ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir erzählen, wie du an Bord gekommen bist, wie du das für dich machst, dass du dir diese Zeit auch nimmst zum Reisen. Also das ist, da steckt eine sehr lange Vorbereitungszeit dahinter. Ich bin 98 wie die Jungfrau zum Kind zum Segeln gekommen. Ich war eingeladen bei den Eltern meiner Freundin, meiner damaligen, in die Türkei auf einem normalen Charterturn und bei der Ausfahrt aus Marmaris, also ich stand da am Vorstag, habe ich einen riesen Schrei losgelassen. Das brach richtig aus mir raus und ich wusste in einer Sekunde, also wirklich keine Story, sondern ich wusste, das ist die Sache meines Lebens. Also ich will da mehr machen. Und ich war aber als Verlagsleiter und Geschäftsführer eines Münchner Verlages sehr eingespannt und war auch sehr glücklich und habe aber in diesem Moment und auf diesem Turn, wo ich vom richtigen Segeln überhaupt keine Ahnung hatte, bin ich den ganzen Turn schon nach unten unter Deck und habe also nur rumgebrütet, wie kann ich das im Leben hinkriegen, also dass ich erstens ein halbes Jahr mal auf dem Schiff verbringe, auf dem Boot verbringe, dass ich zweitens, das kann man ja in einem normalen Angestelltenverhältnis oder so wie ich als leitender Angestellter, das haut ja nicht hin, du kannst ja nicht plötzlich sagen, die Bude hier läuft ohne mich, also sondern da musst du irgendwie Vorkehrungen treffen. Also meine erste Frage war, wie kriege ich das hin? Meine zweite Frage war, weil mir klar war, dass ich das nicht aus meiner Position heraus tun kann, dass ich irgendwie mir überlegen muss, wie geht es denn danach weiter? Also sprich, ich wusste immer, mit dem Job lässt sich das nicht vereinbaren.
der Job endet irgendwann mal und dann kann ich das tun, aber was passiert eigentlich dann danach? Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwie gesagt, naja, wenn ich das mache, dann will ich nicht unbedingt jetzt wieder automatisch ins Geschirr müssen, sondern ich möchte die freie Entscheidung haben, will ich weiter segeln oder was will ich denn jetzt machen? Mhm. Und es führte dann drittens dazu, dass ich schon damals in diesem Moment auf diesem ersten Turn begonnen habe, für mich eine Finanzplanung aufzusetzen und zu sagen, so, also wenn das die Sache meines Lebens ist, wenn das tatsächlich so ist, dann mache ich mir jetzt einen Plan und dann will ich den und den Betrag auf dem Konto haben und dafür spare ich jetzt und ich renne nicht mehr durch die Welt und haue die Kohle einfach raus und dann, ich lebe dann dafür und lege alles, was ich habe, zur Seite, um ein Stück unabhängig zu sein. Und das schafft man aber in den heutigen Zeiten schwer. Gott sei Dank, also weil ich arbeite sehr, sehr gern und deswegen habe ich dann auch diesen Millemari Verlag gegründet, zusammen mit der Susanne Guidera, weil ich gesagt habe, ja, ich arbeite gern und Bücher sind dann nicht unbedingt ein Geschäftsmodell, bei dem man reich wird, aber ich habe nichts anderes gelernt und ich mag Bücher gern und ich finde es immer noch ein schönes und funktionierendes Geschäftsmodell. Und dann haben wir gesagt, gut, machen wir das. Aber es steckt, nochmal das Wichtige ist, es steckt eine lange Planung dahinter. Und das würde ich auch jedem raten. Also man kann schon einfach in den Sack hauen und sagen, so ab und um die Welt. Aber ich glaube, das holt einen ein. Das, ja, ich erinnere mich, ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer das war. Ich habe das mal in einem Buch als Resümee von jemandem, der mehrere Weltumsegelungen gemacht hatte und auch viele Leute unterwegs getroffen hatte und der das so beschrieben hatte, dass er sagte, also es gibt immer die, die lange diesen Plan vorbereiten und ihn lange leben. Und es gibt die, die spontan beschließen, ich mache das jetzt. Und das ist dann häufig eher so ein, ja, auch häufiger auch so aus so einer Fluchtsituation irgendwo, dass irgendwie man entscheidet, ich will jetzt hier weg und ich kaufe mir jetzt ein Boot und ich hau jetzt hier ab. Und dass die häufig aber dann eben auch eher die kurzen Reisen machen, weil, wie du schon sagst, es holt einen alles irgendwann wieder ein. Die Probleme, die man zurücklässt, sind ja nicht weg. Ja, und man wird auch kein anderer da draußen. Also sagte Angelika Gebhardt mal, die Frau vom Rollo Gebhardt, hat mal, weil ich gesagt habe, und was hat sich jetzt geändert nach ihren vielen Reisen? Hat sie mich ganz konzentriert angeguckt und gesagt, man wird kein anderer Mensch. Nee. Im Grunde bleibt man immer derselbe. Ja. Ja. Das war eine große Klasse, weil das so, man verbindet ja immer mit dem Traum, man wird ein anderer, boah, und dann ist alles schön, aber naja. Das heißt, das erste oder die erste große Reise, wie gesagt, ging dann von Slowenien nach Antalya. Wie lange warst du unterwegs? 6,5 Monate. 6,5 Monate. Ich hatte mit Freunden verabredet, die haben in der Türkei geschartert und ich habe gesagt, ich will mit dem eigenen Boot an der Pier sein, also ich sollte da Skipper spielen, ich will mit dem eigenen Boot an der Pier sein, ich warte auf euch im Hafen. Mhm. Das war so ein Joke und das habe ich dann, deswegen hatte ich ein bisschen so Zeit, nicht Zeitdruck, aber ich musste irgendwann Ende August eben in Antalya sein. Ist das hilfreich, wenn man so ein bisschen Zeitdruck hat? Nein. Ja, gute Frage. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte das ja auch auf meiner Reise häufig gehabt, dass meine damalige Freundin, bevor wir geheiratet haben, mich häufig mit dem Flugzeug besucht hat. Und ich sage immer, ich bin ihr dankbar für die frühzeitigen Flugbuchungen, okay, weil die mich häufig auch ein bisschen getrieben haben, so, okay, du musst dann jetzt in Nassau sein, weil dann kommt da dieses Flugzeug an. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Ja, bei mir ist es meine Frau, die anreist, aber ich weiß dann ungefähr, wo ich sein werde. Also ich habe so einen eigenen Rhythmus. Also ich fahre immer ein Stück, so 3 Tage und dann komme ich an irgendeinen Ort und dann bleibe ich 3 Tage. Also wenn das jetzt interessant ist und dann fange ich immer an, irgendwie in diesen Ort einzutauchen. Und ich meine auch, um einen Ort zu verstehen, also jetzt gerade im Mittelmeer ist man ja von Stadt zu Stadt unterwegs. Um in einen Ort einzutauchen, um ihn zu verstehen, braucht man 3 Tage. Mhm. Du recherchierst Museen, also ich mache das jedenfalls, ich bin gelernter Historiker. Ich renne dann in Museen, ich versuche die Geschichte dieses Ortes zu begreifen. Mhm. Ich rede mit Leuten und das braucht man im Mittelmeer einfach. Also diese 3 Tage, das ist jetzt, ich könnte nie irgendwie jetzt einfach nur in eine Bucht und dann da irgendwie, ja, mache ich auch, dass ich einfach für eine Woche in der Bucht bleibe und schreibe, aber jetzt von Bucht zu Bucht hopsen oder einfach nur ohne Plan rumfahren, das ist das Zweite, was ich eigentlich rüberbringen will. Also ich könnte es für mich nicht. Mhm. Ich brauche immer ein Projekt, ich brauche immer einen Plan, ich brauche irgendwas, was ich gerade verfolge. Nur rumfahren, hat ein guter Freund von mir mal gesagt, der viele, viele Seemeilen auf dem Buckeln hat, also nur rumfahren ist nicht. Mhm. Also ich
bin immer mit irgendwas beschäftigt oder habe so mein eigenes Projekt, für das ich gerade recherchiere, und da plane ich aber auch nicht, sondern komme dann urplötzlich, wenn mich ein Sturm da hintreibt, nach Crotone, entdecke dann, dass Crotone also in der Antike eine wichtige Siedlung war, und dann entsteht da eine Story draus. Mhm. Ja, und jetzt, ein Teil. Jetzt merke ich gerade, wir sind schon quasi in dem übernächsten Thema sozusagen drin, okay. Über die Frage, ja, es geht also auch ein bisschen natürlich um die Frage, du arbeitest an Bord, du schreibst deine Bücher an Bord. Ja. Mittlerweile sind es ja mehr als nur dieses erste geworden, sondern du hast auch noch einen Sommer in Sizilien verbracht Sizilien verbracht. Muss man schnell zählen, ja. Weil die ganze Herausgeberschaft hier beim Millemari, wir machen die Bücher auch. Also eigene Bücher sind es jetzt 2 und das dritte kommt im April in einem größeren Verlag, nicht mehr bei Millemari, was eine richtig große Story ist. Okay. Aber wie gesagt, du arbeitest oder du hast diese Bücher an Bord geschrieben. Du hast also nicht die Grundlagen dafür, die Rohsubstanz steht an Bord. Und du sagst eben auch schon so, du brauchst oder du machst dir auch häufig so ein bisschen so einen Plan. Diese 3 Tage finde ich sehr lustig, weil das, also ich bin ja nun eher so von der journalistischen Seite häufig unterwegs, wenn ich irgendwo bin, und ich kenne das genauso, dass ich sage, wenn ich irgendwo ankomme, ich brauche immer 1 Tag, um den Ort kennenzulernen, 1 Tag, um schöne Geschichten einzusammeln, und 1 Tag, um nochmal schöne Fotos dann zu den Geschichten zu finden. Okay, du hast sogar so einen ganz routinierten Ablauf. Nee, den habe ich so nicht. Also bei mir ist eher, ich linger so around, das ist wie so Zigarettenqualm, irgendwo weht man da so irgendwie durch so einen Ort durch und dann siehst du dies, und gerade in Italien, also ich liebe Italien, weil ich kommunikativ mit denen sehr gut klarkomme, also sie sind so, du sprichst Italienisch. Ich spreche gut Italienisch, und dank Susanne, die mich immer gedrillt hat, also meine Geschäftspartnerin, und das ist der Schlüssel zum Schloss, und dann kennt man den Gianni und dann Hi Francesco und dann ist irgendwie schon, und dann fragt man, wo gehst du eigentlich mit deiner Freundin hin? Ja. Dann fragt der, weil ich gut Italienisch spreche, sagen die dann, willst du nur Bella Figura machen oder willst du richtig gut essen gehen? Ja. Also man erreicht über diese Sprache sehr schnell so ein Vertrauensverhältnis, wo die einem dann auch irgendwas zurückgeben. Ja. Und dann komme ich so in diese Geschichten rein oder komme an Dinge ran und dann erzählen die mir auch was. Aber dann geht's los. Fährst du schon los mit dem Plan, ich schreibe über diese Reise jetzt ein Buch, oder ist es mehr so, ich fahre los, ich gucke mal, was passiert, und wenn es interessant ist, nehme ich diese Reise als Teil meines Buchs mit auf? Ich würde es mal so beschreiben, als Autor, der durch die Welt unterwegs ist, ist man eigentlich wie ein Blinder mit einem Blindenstock. Man hatte irgendwie eine Vorstellung, wie diese Geschichte laufen könnte und was das jetzt für ein Projekt sein könnte. Und man tastet so durch die Dunkelheit irgendwie sich nach dieser Idee eines Buches entlang. Aber da findet man links und rechts dann noch andere Sachen. Und bis das dann so wird, wie man dann denkt, das ist ein langer Weg. Also ich will sagen, man fährt mit einer Idee los, aber das ist nie das, was dabei rauskommt. Also man braucht ein Anfangsprojekt, wo man sagt, ja, das möchte ich jetzt so und so machen. Und dann fängt man an, dafür zu recherchieren, und dann entsteht eigentlich erst irgendwas draus. Ja, also deswegen, ich plane auch nie. Ich bin nach Crotone gekommen, weil da hatte ich so einen Nordost, und das war eine scheiß Überfahrt über den Golf von Tarent mit 7 Windstärken, und da ist dann irgendwie richtig hohe Welle. Und da habe ich gedacht, naja, da fahre ich jetzt rein nach 9 Stunden, und das war super. Hm. Das war eine echte Entdeckung, also eine meiner schönsten jetzt in diesem Sommer. Was mich jetzt ein bisschen, also nochmal zum Zusammenfassen, du sagst also, du hast eine Idee, mit der du startest, und aus der entwickelt sich dann eigentlich erst die Geschichte. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt vor, ich nehme jetzt mal so als ein Beispiel, so eine klassische, ich mache jetzt eine Ostsee-Umrundung ich plane jetzt mit meinem Boot einmal von England nach Gibraltar die ganze Küste runter. Du würdest also dann auch schon so jemandem empfehlen, sich vorher mal Gedanken zu machen, an welche Orte komme ich, was gibt es da vielleicht zu sehen, dass man sich schon mal so ein bisschen vorplant? Jein, ein klares Jein. Auf meiner ersten Reise bin ich ohne Plan losgefahren, und ich hatte nur eine eiserne Regel, weil ich als Geschäftsführer knall auf Fall abberufen worden war nach 22 Jahren, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt einfach meinen Traum mal wahr machen, ich will segeln, aber ich werde nicht über meine Zukunft nachdenken. Okay. Sie haben gesagt, 6 Monate denke ich jetzt nicht drüber nach. Aber man kommt ja nicht aus seiner Haut raus. Ja. Und ich habe das tatsächlich geschafft, nicht über meine Zukunft nachzudenken. Ich habe es
habe aber dadurch gemerkt, dass plötzlich meine ursprünglichen Neigungen, also zur Geschichte, zum Schreiben, ich wollte immer Schriftsteller werden. Ich bin im Verlag gegangen, weil ich Schriftsteller dem Schreiben nahe sein wollte. Also schwachsinnige Idee im Nachhinein, aber und ich habe dann gemerkt, dass diese Neigungen plötzlich sehr stark wieder hervorkamen. Mhm. Und daraus entstand dann irgendwie, dann war Susanne, die meinen Blog gelesen hat, also meine Frau hat ihn auch gelesen, aber vor allem Susanne sagte plötzlich, Mensch, weißt du eigentlich, dass du saugut schreiben kannst? Ich sage, nee, vergiss es, das ist für Katrin, ja, das mache ich so, vergiss es, Pillepalle, das ist mein Geschreibsel, habe ich immer gesagt. Und Susanne sagte, ich habe wieder irgendwas gepostet und Susanne sagte, das ist super, was du schreibst, ja, also mach da mehr draus. Und dann, es ist gut, wenn man spielerisch rangeht, in der ersten Phase, wenn man also sich so mit dem Gedanken trägt, ich könnte was schreiben, also ja, den Krampf draußen lassen und ganz spielerisch rangehen. Wenn man dann schon erste Erfahrungen gesammelt hat, man hat einen Blog, man hat irgendwie schon mal einen Artikel geschrieben, man hat irgendwas gemacht, dann würde ich sagen, ist es nicht von Nachteil, wenn man eigentlich jetzt in die Ostsee geht, mit einer Idee losfährt, was man machen will. Ich halte es auch für sehr, sehr gut. Also ich habe in meinen mehr als 30 Jahre Verlag und immer Bücher machen und Produkte machen. Ich hatte relativ schnell den Eindruck, ein guter Autor ist nichts wert ohne einen Lektor. Das ist ein ganz eiserner, eherner Grundsatz. Mhm. Autoren können sich sehr viel ausdenken. Autoren können wirklich gute Grundideen haben. Mhm. Aber es braucht wirklich einen Verlag. Und das sage ich jetzt, weiß Gott, nicht aus Werbung für Millemari, sondern ich glaube da zutiefst dran, ein guter Autor ist nichts ohne einen Lektor. Das ist so. Ja. Es ist zweifelsohne. Also vieles von dem, was man schreibt, ergibt für einen selbst ja auch Sinn, wo dann einfach auch gewisse Vorerfahrungen eine Rolle spielen. Ja, Sie wissen auch über den Markt. Du weißt ja, als Autor, du hast da keine Zahlen. Ja, was verkauft sich gerade? Ja. Was läuft gerade? Wie ticken die Menschen, die Bücher lesen? Ja, das ist ja eine ganz, ganz spezielle Klientel. Und also dieses Wissen, das wird erst wirklich dann, wenn man wenn man einen Lektor hat, der das kritisch so begleitet, was man macht, dann schärft sich auch ein Thema. Mhm. Also das ist so Stufe 3, also Stufe 1, gehen Sie spielerisch ran, segeln Sie los, sagen Sie 6 Monate, ich denke jetzt nicht drüber nach, lassen Sie die Dinge eigentlich irgendwie kommen, wie sie kommen. Stufe 2 ist, man hat schon mal was gemacht und sollte dann eigentlich mit einem groben Thema losfahren. Und die Stufe 3 ist dann, dass man sich wirklich einen Profi sucht, wie immer der ist, ein wohlmeinender Mensch, der auch eine Neigung zu Büchern hat und der das kritisch beurteilt, vielleicht wirklich jemand aus einem Verlag, wo man seine Idee dann schärft und seine Idee dann eigentlich weiterentwickelt. Das passiert aber, wenn du jetzt sagst, die Idee weiterentwickelt, das heißt dann aber eigentlich idealerweise passiert das natürlich nach der Reise. Auch da gibt es keine Regel. Es gibt Dinge, also im Moment habe ich 2 Projekte im Kopf, die entwickle ich jetzt vor der Reise. Die sind vor der Reise. Ja, das versuche ich vor der Reise schon zu schärfen. Ich habe versucht, vorher mit Verlagen drüber zu reden. Also das entwickelt sich alles gerade vor der Reise. Es gibt genau den anderen Fall, wo ich jetzt 3 Jahre an einer Idee gearbeitet habe und ich habe das mit wenig Hoffnung einem großen Verlag angeboten. Das ist von Deutschlands größtem Verlag akzeptiert worden, innerhalb von 2 Tagen und war sensationell. Ja, also es wird im April jetzt kommen. Also manchmal, da gibt es alle Möglichkeiten. Ja. Manchmal ist man auch mit seiner Idee schon so gut, dass der Verlag sagt, ja, jetzt betrachten Sie es nochmal aus der Richtung und machen Sie die Geschichte nochmal so und lassen Sie das aus Ihren Geschichten raus und dann entsteht da wieder was anderes draus. Wär's für euch sinnvoller, wenn ich mich mit einer Idee sozusagen bei euch vorstelle oder würdet ihr von vornherein schon auch sagen, nee, mach mal deine Idee und hab mal schon ein bisschen was dazu geschrieben, dass wir das auch abschätzen können, was dabei rauskommt. Ich würde einem Autor immer raten, möglichst früh den Kontakt zum Verlag zu suchen. Ja. Die Schwierigkeit ist, die meisten Autoren denken, man könne Ideen klauen. Ich habe in 3 Jahrzehnten Verlagsleiter für mich den Spruch entwickelt, also man kann Ideen kopieren, man kann sie aber niemals klauen. Und nur derjenige, der eine Idee hat,
der ist der Richtige, um die Idee auch umzusetzen. Gut, manchmal gibt es, wie die Geschichte der Erfinder lehrt, da gibt es Leute, die haben irgendeine Idee in die Welt gesetzt und jemand anderer hat sie verbessert. Aber man kann sie nie klauen. Ja? Jemand anderer macht es halt besser. Also man muss ein gewisses Vertrauen haben. Ich würde aber einem angehenden Autor, der meint, er hat eine gute Idee, eigentlich immer dazu raten, nach sorgfältiger Abwägung, wie leicht das kopiert werden kann, würde ich immer also raten, eigentlich mit einer Person seines Vertrauens zu reden oder mit einem Verlag mal zu reden und zu sagen, hör mal, ich habe da die Idee, was haltet ihr davon? Mhm. Weil die Schwierigkeit, die wir hier haben, ist, da kommt jemand mit einem Manuskript über, ich weiß nicht was, ich bin auf dem Surfboard um die Welt gepaddelt, das Manuskript ist fertig und du guckst es an und sagst, naja, okay, das ist rekordverdächtig, das ist super, aber man hätte es doch noch anders machen können. Ja, der hatte zum Beispiel zwei Kinder dabei und auf dem Surfboard mit zwei Kindern, jetzt wirklich ganz blöde Geschichte und gesponnen, absolut, aber diesen Kinderaspekt, den hättest du doch noch viel stärker herausstellen können, weil da was passiert, Familie auf engem Raum ist ein Riesenthema. Ja, also so, ein Autor ist nichts ohne seinen Lektor. Ja. Es ist so. Man braucht einen guten Lektor. Ja, das erschließt sich auch gerade so ein bisschen. Also wenn du das so sagst, dass natürlich, wenn das Manuskript fertig ist, dann ist man natürlich auch als Autor unter Umständen auch viel weniger zugänglich für Verbesserungsvorschläge, als wenn man das noch so eine Idee in der Entstehung ist und dann eben jemand kommt und sagt, Mensch, geh doch mal so ein bisschen mehr in die Richtung und du sagst, Mensch, das ist eine tolle Idee. Und wenn ich aber jetzt schon 500 Seiten da geschrieben habe und dann sagt jemand, ja, aber so ab Seite 15 hättest du eigentlich eher die Richtung einschlagen sollen, dann ist das natürlich schwierig. Das macht es oft schwierig, wenn man sagt, also gerade Segler haben das Glück, dass sie sehr, sehr viel erleben, aber dummerweise in Deutschland ist die Schreibausbildung sehr, sehr schlecht. Also wir merken, dass in Deutschland die Leute viel, viel schlechter schreiben als beispielsweise in Italien oder im angloamerikanischen Raum. Also wir haben jetzt verstürmt, für dieses Buch haben wir drei Amerikaner und da musste nichts redigiert werden, weil die Artikel waren so gut und so qualitativ so hochwertig, da muss man nichts machen. Und also an deutschen Geschichten muss man eigentlich komplett Hand anlegen. Mhm. Ja, das ist viel, das erfordert viel, viel Arbeit, viel, viel Fingerspitzengefühl. Das ist auch eine Sache, die man eigentlich sehr früh mit dem Verlag oder mit dem Lektor klären könnte. Also wie gut ist das, was ich schreibe und was kannst du mir für Tipps geben, dass ich besser schreibe oder wie baue ich eine spannende Geschichte auf? Oder? Ist natürlich jetzt hast du dir gerade selbst eine Steilvorlage verpasst. Ich weiß von einigen Lehrern, die diese Sendung hören. Was ist dein Kritikpunkt an der Schreibausbildung in Deutschland? Also im angloamerikanischen Raum, ich weiß das, weil der Sohn meiner Frau in Irland im Internat war, dort werden viele Aufsätze geschrieben. Ja, selbst in Mathematik schreiben die Aufsätze über Pythagoras, die rechnen ihn nicht. Bei uns musst du halt den Satz des Pythagoras kennen und rechnerisch anwenden können. Ja. In der angloamerikanischen Ausbildung spielt das Aufsatzschreiben, also seine Gedanken zu Papier bringen, die unterschiedlichsten Sachen immer wieder betrachten. Ja. Das spielt eine sehr große Rolle und in der schulischen Ausbildung bei uns wird das eigentlich immer flacher. Ja. Und du merkst es wirklich, wenn du, also ich finde, es hat Einfluss auf sehr, sehr viel. Also es hat Einfluss auf die Qualität von, was in Facebook die Leute oft schreiben. Ja, das ist, also es ist so eher, in Deutschland ist es eher so hammerhart rausgeballert und oft so ohne alles Blatt vor dem Mund, wupf, pump, harsch. Ja. Und also alles, was wir in Italien oder in England oder in USA, in Facebook dann auf unseren Segelseiten sehen, also das spielt dann schon auf einem ganz anderen sprachlichen Niveau. Okay. Das führt dann auch dahin, dass es zum Beispiel in Italien eine Segelgruppe gibt, die sich nur mit dem Meer literarisch beschäftigt. Aha. Ja, also die schreiben nur literarisch über das Meer, haben da auch einen Ansporn. Also wäre für mich in Deutschland nie denkbar. Hm. Ja, weil da gibt es keinerlei Ehrgeiz, irgendwas in dieser Richtung zu machen. Ja. Und das ist einfach, ich merke es auch selber, weil ich selber jetzt auch nebenbei, jetzt vor 3 Jahren habe ich einen großen deutschen Schulbuchverlag beraten, die bestätigen das alle, dass das halt so diese Schreibfähigkeit, die Artikulationsfähigkeit, das ist bei uns halt, es wird viel mehr auf Effizienz in Richtung Naturwissenschaft, Ingenieursausbildung gelegt.
Aber es wäre vielleicht mal eine Idee, mal so eine Art Schreibwerkstatt übers Meer ins Leben zu rufen. Aber das ist natürlich auch Arbeit. Dann wahrscheinlich. Ja, das ist viel Arbeit. Und ich finde das Schöne am Schreiben, also ich komme über das Schreiben ja eigentlich über die Beobachtung, ja, diese Fähigkeit, dass sich da im Kopf immer irgendwas zusammenreimt. Ja, das ist so ich kann nicht anders als irgendwo jetzt, also wenn ich dir jetzt gegenüber sitze, dann reimt mein Kopf schon irgendeinen Satz. Ja, ich muss gar nichts tun. Ja, das arbeitet immer. Also es ist schon sehr viel Training. Oder meine Eltern haben als Kind, die haben mich immer ungern geschickt, um im Keller eine Flasche Wasser zu holen, weil sie sagten, wenn wir den Thomas da runter schicken, dann kommt er eine halbe Stunde nicht, weil irgendwo so eine halbe Zeitung liegt und dann sitzt er da und liest es, ja, und vergisst, was da zu tun ist. Also man muss schon auch eine Neigung zu Sprache haben und diese Neigung irgendwie, ja, die muss einem bewusst sein. Aber es gibt auch in Deutschland viele Menschen, die eigentlich gut schreiben können. Du hattest vorhin schon erwähnt, du bist eigentlich Historiker, also wahrscheinlich ist dein Berufsweg zum Geschäftsführer, zum Verlagseigentümer, zum Buchautoren auch nicht ganz linear verlaufen. Was für einen Einfluss hat, ich sag mal, deine eigentliche Ausbildung von damals? Und ich meine, wenn ich mir deine Bücher angucke, da spielt auch schon immer so ein bisschen der Blick in die Vergangenheit eine Rolle. Ist das ein wichtiger Aspekt für dich? Ja, deswegen, weil ich, also ich habe nicht nur Geschichte studiert, sondern auch Germanistik. Mein allererster Berufswunsch war, Archäologe zu werden. Und meine Eltern haben mich da eigentlich sehr machen lassen. Also ich sagte, ich will Germanistik und Geschichte studieren, gab es da überhaupt keine Diskussion. Also ich sagte, ich will das in Berlin machen, war das schon eher ein Affront, weil sie das gar nicht eingesehen haben. Aber was ich machen wollte, das war eben dieses sprachliche Talent eigentlich weiterentwickeln, das mir damals überhaupt nicht bewusst war. Und ich würde das auch jedem raten, wenn er also jetzt heute über ein Studium oder über einen Beruf nachdenkt, also mach, was dir Spaß macht. Ja, weil was am Ende rauskommt, ist sowieso was ganz anderes. Das läuft von allein, aber tu etwas, was dir Spaß macht. Weil nur wenn dir etwas Spaß macht, bist du wirklich auch leistungsfähig und auch leistungsbereit. Mhm. Bei allem anderen, das leistet man ab und findet sich dann manchmal vielleicht beruflich auch in der ganz falschen Ecke wieder. Mhm. Mein Weg in Verlag, ich hatte es schon gesagt, war, ich wollte dem Schreiben nahe sein. Also ich wollte eigentlich mit Autoren zu tun haben. Ich wollte da sein, wo diese Buchideen entstehen, wo Buchideen entwickelt werden. Und deswegen bin ich in Verlag gegangen und fand das dann auch da. Ich habe nur nach 4 Jahren gemerkt, dass ich mir meine Leidenschaft für die Geschichte kaputt gemacht habe, weil man so viele Bücher lesen muss, die einfach jetzt kommerziell und für den Markt sind und einfach irgendwelche Schmonzetten, das hat mich eigentlich nie interessiert. Ich habe dann nach 5 Jahren gesagt, also da mache ich mir jetzt eine Leidenschaft kaputt, ich mache jetzt was, wovon ich gar keine Ahnung habe und bin dann Leiter eines Computerbuchverlages geworden. Ich hatte von Technik nie eine Ahnung, von Elektronik nicht, von Computerbuch und manchmal ist es auch keine schlechte Voraussetzung, etwas zu tun, wo man keine Leidenschaft dafür hat, aber wo man die Fähigkeit entwickeln kann, ein sehr gutes Handwerk zu machen. Mhm. Und das hat mich dann wirklich sehr gereizt und hat mich ja auch 22 Jahre gefesselt und gehalten, weil es einfach eine spannende Branche ist. Jetzt hast du eben gerade schon erzählt, du kommst aus einer Computerverlag-Ecke. Das heißt, da stellt sich mir natürlich jetzt auch ein bisschen die Frage, das wäre jetzt auch so die nächste Richtung gewesen, das praktische Arbeiten, also wenn du unterwegs bist, wenn deine Ideen plötzlich dir unterwegs kommen, wenn du Konzeptideen für ein Buch plötzlich entwickelst, ist das was eher am Kartentisch und Laptop passiert oder unterwegs mit einem Notizbuch im Café oder wie ist da so deine Arbeitsweise? Der kreative Moment ist also die beste Zeit sind die ersten 15 Minuten am Tag, wenn ich die Augen aufmache. Da ist die Welt scharf und klar und trennscharf. Es geht sogar so weit, dass ich eine Technik habe, wo ich abends mit einer Frage einschlafe, auf die ich keine Antwort habe. Ja. Und es muss dann die Frage sein, die mir am Morgen als erstes wieder einfällt. Und dann kommt mir da auch meistens eine Antwort drauf. Okay. Weil du da siehst du doch alles trennscharf. Mhm.
Und wenn du dann so unter diesen Eindrücken, unter dem Tagesgeschehen so der Eindrücke bombardiert wirst, also vor allem über das Smartphone, wir schauen schnell in den Spiegel, wir schauen schnell auf die SZ-Seite, ich gucke ins Handelsblatt, weil mich das eine Wirtschaftswelt immer fasziniert hat. Wenn man dann so von den Eindrücken des Tages bombardiert wird, dann ist auch Schluss mit Kreativität. Also die Momente, die kreativ sind, sind, deswegen habe ich geraten, eigentlich fürs erste Projekt spielerisch ranzugehen. Die Momente, die, wo man richtig kreativ sein kann, das sind Momente großer Entspannung. Und die sollte man suchen und sollte möglichst auch spielerisch damit umgehen, so wie ich das schildere. Stell dir abends vorm Einschlafen eine Frage, auf die du eine Antwort willst und guck halt, was dir am Morgen dazu einfällt. Ja. Und von der technischen Seite her, wenn du sagst, dass du jetzt die Geschichten aufarbeitest, die Eindrücke, die Ideen des Tages, machst du das mit einem Notizbuch oder machst du das irgendwo mit einem Computer, dass du da irgendwo... Also jetzt rein mal so das Handwerkszeug betrachtet. Also ich kann meinen neuen Post jetzt erwähnen von gestern Abend. Ja. Wir übernachten auf dem Schiff von Rollo Gebhardt. Wir haben ja die Bücher von Rollo Gebhardt. So Susanne hat das entdeckt und organisiert. Und ich hatte wenig Erwartung. Ich kam gestern Abend um 8:30 da in den Hamburger Sporthafen. Und dann lag das Schiff und dann war ich hin und weg. Ja, weil das so, also es war einfach so richtig nur das Flair da drin. Ja. Das war altes Holz, das ist so richtig nordisch, gemütlich. Ja, das haut einen, wenn man im Mittelmeer unterwegs ist, da hat man keine roten Polster, weil es eh heiß ist. Ja. Also man braucht jetzt nichts, was das Auge optisch wärmt, sondern das war cozy, gemütlich, wie eine englische Kneipe. Und dann habe ich mich, obwohl ich mit Susanne eigentlich verabredet war, habe ich mich eine Stunde hingesetzt und habe da einen Post drüber geschrieben. Ja. Ja, wie war das, als Rollo Gebhardt mit diesem Schiff vor Grönland kenterte, weil er sich eingebildet hat, er ist nun schon zweimal die Strecke gefahren von den Kanaren nach in die Karibik. Und deswegen hat er gesagt, ich fahre jetzt einfach mal da nordlich rum. Ja. Ich gehe nach Island, gehe nach Grönland und fahre dann nach New York runter. Ja. Und das hat er mit seiner Frau gemacht, die noch nie segeln war. Und dann sind die stockvoll vor Grönland gekentert. Und ich habe dieses Schiff, habe das gesehen und das habe die Zeilennummer gelesen. Diese Geschichte ist wahnsinnig spannend. Das ist auch eine meiner Lieblingsgeschichten bei ihm. Ja. Und habe diese Geschichte nochmal gelesen und fand es einfach irre, jetzt in diesem Boot zu sein. Und habe dann spontan beschlossen, da muss ich jetzt einen Post drüber schreiben, nämlich genau über meine Ankunft auf diesem Boot und über diese Geschichte. Mhm. Ja, das kommt dann so. Und dann will ich meine Ruhe, das ist auch für eine Beziehung nicht gut. Also meine Frau und ich müssen da schon immer drüber ringen, weil ich dann manchmal da sitze und sage, bitte, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt nicht da. Ich sitze zwar hier und du bist einen Meter entfernt, aber ich bin jetzt nicht da, sondern ich bin jetzt einfach in dieser Geschichte und die will jetzt raus, die muss jetzt geschrieben werden. Und dann schreibe ich die und dann haue ich es auch gleich ins Internet. Also habe ich dann gestern Abend nur so gepostet. Genau. Ja, es ist ein faszinierendes Schiff. Also ich hatte ja das Du Vergnügen. Kennst sie. Ich kenne den Eddie, den Eigner. Ah, den Eddie, ja, ja. Da, wo du jetzt wohnst, direkt nebenan liegt ein größeres Stahlschiff. Ah, okay. Um das wird es hier im Segelradio auch noch gehen oder je nachdem, wann ich diese Folge veröffentliche, schon gegangen sein. Ja. Da hatte ich ja drauf gewohnt, als ihr ankam. Aha. Also, welches Schiff war das? Die Gier, direkt ein weiter bei euch. Aha, okay. Eines von den größeren? Größeres Stahlschiff, oder? Okay. Ja. Ja. Genau. Wie heißt die Gier? Gier heißt sie im Moment noch, kriegt aber demnächst einen neuen Namen. Ah, guck, wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wann ich diese Folge veröffentliche, deswegen weiß ich noch nicht genau, ob ich den neuen Namen schon posieren kann. Nein, aber ich gucke, also der Hafen ist ja wahnsinnig interessant, auf der Messe zu übernachten. Ich habe da ja mal 4 Monate gewohnt. Ah, über den Winter. Ah, kennst du das? Mit Eis und Schnee an Deck. Und das war ein absoluter Traum. Also Ich finde das super. Ich habe jetzt schon geplant, ich habe so ein Projekt, ich glaube, ich will mit meinem Boot da liegen. Ja. Finde das super schön. Also ich kann das tatsächlich, also auch jetzt ein bisschen abseits der Saison, kann ich diesen Hafen wirklich nur empfehlen. Ja. Es sind hochspannende Charaktere, die sich sammeln, witzigerweise über den Winter. Ja. Und es ist aber auch dieses Hafenflair. Ne? Gerade wenn es dann aus der Saison rausgeht, wenn dann die ganzen Touristen so ein bisschen wegbleiben, wenn da der Nebel abends durch diesen Hafen zieht. Und also es ist ein faszinierendes. Wirklich originelle Typen. Ja. Also Susanne hat heute früh auch jemanden, der letztes Jahr neben uns lag. Wir sind ja jetzt immer während der Hanseboot hier im Hafen. Und Susanne hat jemanden heute interviewt. Wahnsinnig gute Geschichte. Ja. Also machen wir auch was drüber. Aber gute Story. Ja. Genau. Gut, es wird um uns rum leider gerade schon langsam etwas lauter, denn wir haben noch 8 Minuten, bis die Messe eröffnet. Ja. Man hört vielleicht im Hintergrund schon den ersten Staubsauger laufen und hier werden Gläser geräumt.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich für diesen Einblick in das Thema. Ja, gerne, freilich. Auf jeden Fall spannende Bücher, wie du schon gesagt hast, ihr habt jetzt bei Millimari die ganzen Bücher von Rollo Gebhardt nochmal neu aufgelegt, finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Also nicht nur neu aufgelegt, sondern auch neu redigiert zum Teil. Nee, grundlegend neu redigiert, also ja. Seefieber hat mich wirklich 4 Wochen gekostet, ja. Das Ei geht nochmal so richtig, ja. Richtig aus den 80ern rauszuholen, ja. Und ich finde, es hat sich gelohnt. Ja. Also auf jeden Fall ein lesenswert, auf jeden Fall, und natürlich auch deine eigenen Bücher, und ihr macht ja auch sonst sehr, sehr viel, ja. Man läuft sich über den Weg. Ja, ganz sicher. Ne. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du hier die Zeit gefunden hast, mit mir jetzt doch immerhin etwas über eine halbe Stunde zu sprechen. Ja, hat großen Spaß gemacht. Gerne. Danke. Okay, alles Gute. Jo, tschüss. Tschüss. Ja, das war das 21. Segelradio mit Hinak Beiler. Und da ich schon auf Twitter gefragt wurde, die kuschelige Lounge-Musik, die ihr jetzt hier so als Intro im Moment hört, das ist der Song Southside von Lee Rosevear. Und ich fand ihn eigentlich ganz nett, mal so ein bisschen was Gemütliches zum Segelradio dazuzustellen. Denn eigentlich ist es genau das, worum es beim Segeln geht, gemütlich von A nach B zu kommen. Und wenn man dabei noch ein schönes Buch schreiben kann, umso besser. Und da haben wir jetzt dankenswerterweise von Thomas ein paar Tipps bekommen. Hier im Segelradio geht's dann demnächst auch weiter. 2018 steht vor der Tür. Unglaublich, schon wieder ein Jahr vorbei. Aber ja, ich bin gespannt, was dieses Jahr bringt. Ich weiß jetzt schon, es gibt da ein paar kleine Geschichten in Richtung Segelradio, die da in der Pipeline sind, die da auch gerade am Wachsen sind. Es kann sein, dass ich hier in Kürze nicht mehr ganz alleine Sendungen veranstalte. Aber dazu zu gegebener Zeit und später mehr. Weitere übers Segelradio gibt es natürlich auch auf der Webseite, also Adresse, Kontakt, was auch immer, www.segelradio.de, und da findet ihr natürlich auch den Link, um die Sendung bei iTunes oder auch auf anderen Portalen zu abonnieren und regelmäßige Folgen dann automatisch zu bekommen. Ja, bleibt mir nur zu sagen, falls wir uns nicht mehr hören sollten, frohe Weihnachten und guten Rutsch und so weiter. Wir hören uns in 2018.